Ich bin sehr bewegt. Ich hätte das nicht gedacht, dass ein Film, von dem ich ja auch wusste, dass es ja ein Cartoon ist, dass der doch so nah an dem Gefühl sein kann, was damals uns alle umgetrieben hat. Wie viel Angst und wie viel Mut hatten die Menschen seiner Zeit? Ich glaube, das ist im Film sehr gut deutlich geworden. Genau das war das, was uns halt alle auch umgetrieben hat. Dieses Gefühl von, ja, zunächst große Ohnmacht, sehr, sehr viel Angst, dieses Gefühl dieser Staatsmacht auch so ausgeliefert zu sein. Und je größer diese Proteste wurden, desto mehr haben die Leute sich halt auch aus der Deckung gewagt und das Gefühl gehabt, wir können das tatsächlich schaffen. Dass es aber dann letzten Endes doch so funktioniert hat, wie es funktioniert hat, ich glaube, das haben sich alle bis zum Schluss erstmal nicht vorstellen können. Das war schon eine Zeit, in der die Ängste sehr, sehr groß waren. Und ich fand auch diese Szenen in dem Film sehr bewegend, wie man immer diese Häuser von außen sah, mit diesen vielen Fernsehbildern, das Flackern der Lichter. Exakt so war das. Also es war wirklich so, die ganze Stadt war im Ausnahmezustand, alle saßen da und haben von früh bis spät eigentlich nur noch darüber gesprochen, was aus dem Land wird. Was war deine Motivation zu sagen, ich schließe mich an? Also ich glaube, das geht vielen Ex-DDR-Bürgern so, dass man das gar nicht an einem Grund festmachen kann. Natürlich, das größte von allen Zielen war tatsächlich die Demokratie, dieses Gefühl, dass man wirklich mitbestimmen darf, dass man nicht verurteilt und beschimpft und ausgegrenzt oder gar eingesperrt wird, nur weil man einfach möchte, dass man Teil des Ganzen ist und nicht nur ein Statist. Also das war sicherlich der Hauptgrund, der uns alle umgetrieben hat, aber natürlich kam dann auch sofort danach die Reisefreiheit. Dieses Gefühl ist ja im Film sehr gut rübergekommen, eingesperrt zu sein im eigenen Land, überhaupt nicht weg zu dürfen. Und zum Schluss, als dann die Proteste fortgeschritten waren, war es ja wirklich so, dass ringsherum keine Grenze mehr offen war und wir wirklich das Gefühl hatten, wir sind im eigenen Land gefangen. Wo bist du gewesen, als die Mauer fiel? Hast du? Oder was sind deine Erinnerungen an diesen Tag? Oder standst du auch am Grenzübergang und hast dir richtig gewahrt? Ja, das war genauso wie im Film. Wir haben also zu Hause vor dem Fernseher gesessen und haben diese legendäre Pressekonferenz verfolgt und haben gedacht, das kann nur ein Irrtum sein. Das kann im Leben nicht funktionieren, da kommt bestimmt gleich noch was hinterher. Das gibt bestimmt gleich irgendwie noch eine Welle von Verhaftungen hinterher und so. Und wir sind dann die Straße runtergelaufen zu Freunden, die in der gleichen Straße wohnten und haben versucht, mit denen irgendwie klarzukommen, was da jetzt passiert ist. So war es ja auch im Film eben zu sehen. Das hat ja keiner so richtig glauben können. Und irgendwie war ja auch die Ansage von dem Günter Schabowski recht schwammig. Also so richtig war ja nicht klar, auch glaube ich für die Westmedien damals nicht, was wirklich passiert ist. Und da haben wir natürlich auch erstmal gedacht, ja, kann das jetzt wirklich sein? Ich war also in der Straße bei Freunden und wir haben die ganze Nacht nur diskutiert. Aber es war auch, ich weiß nicht, man kann das im Nachhinein ganz schlecht beschreiben. Es war schon auch eine Situation, in der die Menschen sehr nachdenklich waren, seltsamerweise auch. Also irgendwie, das war so plötzlich gekommen, dass überhaupt keiner damit irgendwie eine Chance hatte, sich auf diese Situation einzustellen. Und irgendwie waren alle so bewegt und haben versucht zu verstehen, was hat das jetzt für eine Konsequenz für mich und auch für mein Leben. Und ganz viele waren auch so ein bisschen besorgt, ja, was passiert jetzt? Wird jetzt das ganze System umgeschmissen? Wird das Land jetzt tatsächlich vielleicht mit der Bundesrepublik vereinigt? Das war ja zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht unbedingt so 100% spruchreif. Und insofern war die Situation für uns alle einfach nur, ja, Unsicherheit, Freude, Trauer, irgendwie alles zusammen. 30 Jahre rückwärts, also die Ängste, die Sorgen, die man vielleicht auch hatte, was hat sich bestätigt und umgekehrt? Was nimmst du Positives mit? Ich würde schon sagen, jetzt so 30 Jahre danach stelle ich für mich zumindest in den Medien eine neue Nachdenklichkeit fest, nachdem es die ersten Jahre eigentlich immer so war, wir feiern und es gab so diese bezahlten Jubelfeiern und ich habe oft gedacht, naja, aber es ist nicht alles so toll, es gibt auch so Sachen, die sind nicht gut gelaufen und Biografien, die überhaupt keine Anerkennung finden heute. Und das hat sich verändert. Ich finde, heute wird das durchaus differenzierter gesehen und das macht mir auch Mut. Generell muss ich aber sagen, die junge Generation, also die der heutigen Studenten zum Beispiel, ich glaube, für die ist das eher irrelevant, ob sie jetzt im Osten oder im Westen leben. Und das finde ich total schön. Mit allen Dingen, die vielleicht nicht so toll gelaufen sind, können wir als Volk, finde ich, schon ziemlich stolz sein. Und ich finde es schade, dass das so oft so, so wenig gewertet wird. Eigentlich könnten wir uns ab und zu schon mal auch zurückdrehen und sagen, ja,
bei allem, was nicht so toll war, haben wir auch viel erreicht. Und das finde ich ganz wichtig. Starke Aussagen. Gibt es Fragen?